Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute häkeln wir dieses verspielte Ringeltäschchen. Es ist hier durchgängig mit festen Maschen gehäkelt. Den Träger haben wir mit Luftmaschen in zwei Farben gehäkelt. Hier haben wir auch noch eine Kordel, mit der man die Tasche schließen kann. Die Tasche ist insgesamt 27 cm hoch und 25 cm breit. Ich habe mich bei dieser Ringeltasche für Pink und Weiß entschieden, passt gut zu jedem Sommeroutfit. Und das Schöne an diesem Ringelmuster ist ja, dass du es dir in jeder Farbkombination häkeln kannst, die dir gefällt. Verwendet habe ich hier von Caldo Cotone ein 100%iges Baumwollgarn von der Manifattura Primavesi. Und es hat eine Lauflänge von 140 Metern auf 50 Gramm. Und ich habe jeweils einen Knäuel, also 50 Gramm in diesem Naturweiß verwendet und 50 Gramm in diesem Pink. Gehäkelt habe ich mit einer Häkelnadel 3,5 und wir brauchen noch eine Schere und eine Wollnadel. Wir machen einen magischen Fadenring und dafür legen wir das Garn so über die Finger, wickeln es drumherum und hier auf der Oberseite überkreuzen wir es. Dann holen wir mit der Nadel das Garn und dann gleich noch einmal und ziehen es durch die Schlaufe durch. Und dann haben wir hier den Fadenring und darauf achten, dass hier der Anfangsfaden auf der linken Seite ist. In diesen Fadenring machen wir 8 feste Maschen. Das Garn holen und durch beide Schlaufen durchziehen. Das hier ist die erste. Durch den Fadenring durch, das Garn holen, nochmal holen und durch beide durchziehen. Und so eben diese 8 festen Maschen machen. Dann hier an diesem Anfangsfaden ziehen, bis der Kreis geschlossen ist. Und wir schließen diese Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Das Garn holen und gleich durch beide Schlaufen durchziehen. Und auch immer gleich nachkontrollieren, nachzählen, ob die Maschenanzahl stimmt. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feste Maschen. Wir machen hier 2 Luftmaschen als Ersatz für die erste feste Masche. Die markieren wir uns hier gleich. Die Luftmaschen so locker wie möglich häkeln, weil sonst kannst du nachher die Kettmasche nicht so gut da hinein machen. Und in dieser Runde verdoppeln wir jede Masche. Das heißt, wir machen in jede Masche 2 feste Maschen hinein. Wir machen gleich in dieselbe Masche noch einmal eine feste Masche, also nicht hier in die nächste, sondern gleich in dieselbe noch einmal eine feste Masche. Dann haben wir hier schon 2 und jetzt in jede Masche, die du siehst, 2 feste Maschen machen. So dass wir dann am Ende der Runde 16 feste Maschen haben. Und wenn du noch Anleitungen für feste Maschen oder sonstige Maschen brauchst, dann schau gerne in diese Playlist, die ich dir hier oben verlinke. Und du findest sie auch in der Beschreibung. Und da findest du auch noch Ideen für weitere Häkelprojekte. Das war jetzt hier die erste Runde. Und ab jetzt wechseln wir in jeder Runde die Farbe, damit eben dieser Ringellook entsteht. Wir holen uns das weiße Garn. Und bevor wir jetzt die Runde mit einer Kettmasche schließen, wechseln wir eben zum weißen Garn. Wir stechen in die Luftmasche ein, die wir vorher mit dem Maschenmarkierer markiert hatten, holen uns das Garn und machen eben dieses Mal schon mit dem weißen Garn die Kettmasche. Und jetzt haben wir 16 Maschen. Dann machen wir 2 Ersatzluftmaschen, markieren uns hier die obere Luftmasche, denn hier kommt wieder die Kettmasche hinein. Und in dieser zweiten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, hier haben wir diese 2 Luftmaschen als Ersatz für die erste feste Masche. Und das wäre dann unsere erste Masche. Und in die zweite kommen dann 2 feste Maschen in dieselbe Masche hinein. Dann kommt wieder eine Masche in die nächste Masche. Und in die übernächste dann wieder 2. Also in jeder zweiten Masche kommen 2 Maschen in dieselbe Einstichstelle. Und das machen wir bis zum Ende der Runde. Hier haben wir
die letzte freie Masche, denn hier ist ja schon sozusagen die erste Masche drinnen, wie man hier sieht. Und dann haben wir hier noch eine übrig und in diese kommen dann eben zwei. Wenn die Maschenanzahl stimmt, ist immer die letzte Masche mit der Verdoppelung. Auch bei allen folgenden Runden ist das so. Und nachdem wir ja jetzt in jeder Runde die Farbe wechseln, machen wir immer die Kettmasche in diese Luftmasche, die wir vorher markiert haben, schon wieder mit der neuen Farbe. Und zwar nehmen wir dafür immer die Farbe der vorderen Runde und machen damit eben die Kettmasche durch die Luftmasche durch und dann noch auch durch diese Masche durch. Hier hinten die Fäden dann immer ein bisschen anziehen, schauen, dass das hier gut passt. Jetzt haben wir hier die zweite Reihe fertig gemacht und die dritte machen wir ebenso mit zwei Ersatzluftmaschen, die wir uns auch hier markieren. Und in der dritten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Es ist also so aufgebaut, dass wir immer genau diese Masche verdoppeln, in welcher Runde wir gerade sind. Dann haben wir hier die erste, die zweite und hier verdoppeln wir die dritte Masche. Und wenn wir jetzt hier jede dritte Masche verdoppeln, dann haben wir dann am Ende 32 feste Maschen. Und auch hier wieder den Farbwechsel machen zu Weiß. Und mit dem weißen Garn machen wir eben hier wieder die Kettmasche. Dann ziehen wir hier die Fäden hinten wieder ein bisschen an. Und so machen wir das jetzt weiter bis zur 12. Runde. Ich habe es hier auch einmal noch aufgeschrieben, weil es sich ja wirklich immer wiederholt. In der 4. Runde verdoppeln wir dann jede 4. Masche. Dann haben wir 40, in der 5. jede 5. Und dann haben wir 48 feste Maschen, in der 6. verdoppeln wir jede 6. Dann haben wir 56 feste Maschen, in der 7. verdoppeln wir jede 7. Masche, da haben wir 64 feste Maschen. In der 8. verdoppeln wir jede 8., da haben wir 72 feste Maschen. Und in der 9. jede 9. Masche, dann haben wir 80 feste Maschen. Und in der 10. verdoppeln wir jede 10. Masche, sodass wir 88 feste Maschen haben. In der 11. verdoppeln wir jede 11., dann haben wir 96 feste Maschen. Und in der 12. verdoppeln wir noch einmal jede 12. Masche und dann haben wir insgesamt hier 104 Maschen. Und nach jeder Runde vor der Kettmasche kommt der Farbwechsel, sodass hier die Runden abwechselnd Naturfarben und Pink sind. Und sobald wir hier die 12. Reihe beendet haben und die 104 festen Maschen haben, da sehen wir uns dann wieder. Ich habe jetzt hier diese 12 Runden gehäkelt und wir haben 104 feste Maschen. Und der Durchmesser ist hier ungefähr 15 bis 16 cm. Wenn du die Tasche größer möchtest, dann kannst du einfach hier weiter häkeln mit immer pro Runde 8 Zunahmen. Man kann hier die Zunahmen eben gut erkennen und du kannst das nach Belieben noch größer machen, wenn du magst. Und hier hinten sieht man auch, wo wir den Faden mitgenommen haben. Und jetzt können wir genau gleich weiter häkeln, allerdings ohne Zunahmen. Genau gleich, immer feste Maschen, immer den gleichen Farbwechsel. Beginnen mit zwei Luftmaschen und enden mit einer Kettmasche in die Luftmasche. Ich werde hier ca. 25 cm Gesamthöhe häkeln. Und da sehen wir uns dann wieder. Nun habe ich hier diese 25 cm Höhe erreicht. Dafür habe ich 55 Runden mit festen Maschen gehäkelt. Und nach den 25 cm habe ich hier oben noch eine weitere Runde in Pink gehäkelt. Also haben wir hier am Ende zweimal Pink. Das weiße Garn können wir jetzt abschneiden und vernähen. Und dann habe ich mir hier markiert, wie wir eben den Abschluss machen. Hier habe ich ja schon zwei Runden in Pink gehäkelt. Und in der nächsten Runde machen wir hier kleine Öffnungen für die Kordel nachher. Und wir häkeln hier wieder zwei Ersatzluftmaschen. Und dann noch 5 feste Maschen. Und das wären dann wie 6 feste Maschen. Und hier haben wir die 6. Die 6. habe ich mir markiert.
Und hier machen wir jetzt eine Luftmasche, überspringen die siebte Masche mit der Luftmasche und stechen dann in die Masche danach ein und machen hier eine feste Masche. Das heißt 6 feste Maschen, eine Luftmasche und gleichzeitig eine Masche überspringen. Dann haben wir hier eben dieses kleine Loch. In die siebte Masche machen wir dann die nächste feste Masche, damit eben das Loch entsteht. Und jetzt häkeln wir noch einmal 6 feste Maschen. Das hier ist wieder die sechste Masche. Dann machen wir diese wieder eine Luftmasche, überspringen eine Masche, dann in die nächste Masche eine feste Masche, dann machen wir noch einmal 6 feste Maschen. Das hier ist die sechste feste Masche, die häkeln wir noch. Dann machen wir eine Luftmasche, überspringen die siebte Masche und in die achte machen wir eine feste Masche. Und dann geht es wieder mit den 6 festen Maschen weiter. Zwischen den Löchern sind dann immer 7 feste Maschen. Und so machen wir das bis zum Ende der Runde. Und da sehen wir uns dann wieder. Nun bin ich fast am Ende dieser Runde angelangt. Hier habe ich einmal das Loch gehäkelt und dann diese 7 feste Maschen. Dann noch einmal eine Luftmasche, eine Masche überspringen und hier noch einmal eine feste Masche. Und dann sind wir am Ende der Runde angelangt. Und wir schließen nun auch diese Runde mit einer Kettmasche. Machen wieder 2 Ersatzluftmaschen und häkeln jetzt noch 2 Runden feste Maschen und zwar einfach in jede feste Masche eine feste Masche. Hier, wo wir die Luftmasche gemacht haben, da stechen wir direkt unten durch und machen darüber eine feste Masche. Und dann wieder die 7 festen Maschen und unter die Luftmasche direkt durchstechen, um die feste Masche zu machen. Und am Ende der letzten Runde schließen wir eben auch diese mit einer Kettmasche. Und wir machen jetzt gleich weiter mit dem Träger. Und dafür stechen wir in die nächste Masche ein, holen uns noch einmal auch das weiße Garn. Und ab jetzt arbeiten wir zweifädig für den Träger. Also diese Kettmasche dann mit 2 Fäden machen, weiß und pink. Wir können hier dann den Träger mit Luftmaschen in diesen 2 Farben machen. Und ich habe mich hier für eine Trägerlänge von ca. 90 cm entschieden. Und für diese 90 cm machen wir 180 Luftmaschen mit diesen 2 Farben. Und nachdem die 180 Luftmaschen gemacht sind, können wir sie genau auf der gegenüberliegenden Seite der Tasche anhäkeln mit einer Kettmasche. Dafür legen wir die rechte Seite der Luftmaschen hier auf die Masche, in die wir reinstechen möchten und machen dann eine Kettmasche. Und dann schneiden wir hier das Garn ab. Ziehen hier den Faden durch, beziehungsweise die Fäden durch. Und dann vernähen wir alles hier auf der Innenseite. Wir stechen hier von außen die Fäden einmal hier durch. Und dann vernähen wir es hier ziemlich gut, damit nichts aufgeht. Gerne auch einen Knoten machen und auch hier dann noch den Anfangsfaden, den weißen, vernähen. Den Träger haben wir jetzt auch angehäkelt und jetzt fehlt uns nur noch die Kordel, damit wir hier die Tasche oben auch zusammenziehen können. Und dafür machen wir einen Luftmaschenanschlag. Wir stechen hier mit der Nadel durch, drehen die Nadel einmal um sich selbst und holen dann hinten das Garn und ziehen es durch. Und dann haben wir hier die erste Luftmasche. Die Kordel möchte ich gerne 80 cm lang machen und für die 80 cm brauchen wir für den Anfang eben 160 Luftmaschen. Hier habe ich jetzt die 160 Luftmaschen und wir machen noch eine Rückreihe mit Kettmaschen. Dafür arbeiten wir einfach hier an der Luftmaschenreihe zurück und zwar hier gleich in die erste Luftmasche einstechen, das Garn holen und durch die Masche durchziehen und
immer so weiter. In jede Luftmasche einstechen, das Garn holen und gleich auch durchziehen. So wird die Kordel etwas breiter und sieht dann so aus. Nachdem nun auch die Kettmaschen gemacht sind, schneiden wir hier noch einmal das Garn ab und ziehen hier den Faden durch. Dann verknoten wir hier diese zwei Enden ein zweimal und dann vernähen wir den Rest noch. Nun ziehen wir die Kordel hier in diese Löcher ein. Wir beginnen hier vorne und ziehen einmal hier von außen nach innen die Kordel durch und dann bei dem nächsten Loch von innen nach außen. Das machen wir dann, bis wir wieder hier angelangt sind. Und das Ende der Kordel kommt dann eben durch das erste Loch wieder von innen nach außen herausgezogen. Und dann kannst du hier oben zusammenziehen, eine Schlaufe machen. Und das Täschchen haben wir dann soweit fertig. Es ist nur ganz wenig Garn übrig geblieben, also mit jeweils einem Knäuel. Passt das ganz hervorragend. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal, empfehle mich auch deinen Freunden weiter und ich wünsche dir ganz viel Freude und Spaß mit diesem verspielten Ringeltäschchen.